So, den weg, den weg. Nimm. Kamera an. Wusch. Chat halt ist okay. Alertbox sollte noch an. Das Ding da aus. Spiel an. So. Schön. Guten Abend. Wo ist mein. Da ist mein Gamepad. Ist der neu? Update since EA Release. 4 and counting. Das scheint was Neues zu sein. Neues, gut. Fix some spelling mistakes. Ja gut, das ist nicht so wirklich wichtig. Wie kann ich da drüben scrollen? Healing Room, bla. Epic Launcher? Das Spiel ist auf Epic? Ja, nichts Wichtiges. Ja, nichts Wichtiges. Schade. Also kein neuer Content, sondern wirklich nur Bugfixes. Also, continue. Plan für heute? Einfach nur ein paar Boss-Tries. Und vielleicht neue Unterfähigkeiten da kennenlernen. Übertriebene Zahlen. Übertriebene Zahlen, okay. Hatten wir sonst noch irgendwas Wichtiges rausgefunden? Wir hatten letztes Mal diese Blutdinger bekommen, aber wir haben noch keine Möglichkeit gefunden, sie auszunutzen. Uns fehlt noch ein Upgrade für ganz viel Gold. Dann sind wir auch hier fertig. Aber ich denke nicht, dass das irgendwas Neues freischalten wird. Weil freigeschaltet wird es meistens das erste Mal irgendwas kaufen. Also wenn man jetzt zum ersten Mal hier den Zauberer holt, dann werden die daneben freigeschalten. Ich denke nicht, dass das da unten noch irgendwas Neues macht. Aber mal gucken. So, haben wir irgendwas? Wir hätten 10 Gewicht über. Können wir das da mitnehmen? Oh, plus 1 Sachen finden ist theoretisch auch noch auf der. Oder plus 2 sogar. Auf der To-Do-Liste. Wenn es geht. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Runen haben wir alle schon. Dann werfen wir jetzt echt 1000 Gold dem Typen da in Rachen. Warte. Alles schon gekauft, ja, nö. Gibt nichts mehr zu kaufen, hm? Nö. Ja, viel Spaß, du lachender Charon. 100 haben wir jetzt in die Bank bekommen. Oh, na gut. Haben wir nicht haben. Wenn wir jeden Run 100 in die Bank schmeißen, haben wir auch irgendwas Geld zusammen für dieses 4000 Upgrade-Ding da. Das ist schön. Also selbst wenn ich jetzt mal ein paar Tage nicht spiele, das waren jetzt ja irgendwie 2 oder 3 ohne World Legacy, bin mir jetzt nicht sicher, habe ich die Steuerung langsam drauf. Man muss nicht jedes Mal überlegen, wie mache ich nochmal diesen komischen Spin bei den Laternen da? Alles gut. Gutes Zeichen. So, den Gold, das da oben muss ich nicht holen. Die Challenge-Räume sollten wir vielleicht ein bisschen mehr machen. Also da, wo ich meistens gleich sage, nö, und dann wieder rausgehe. Aber darin könnten halt die Kisten sein mit den Blueprints für entweder ganz neues Equip oder plus 1 Equip. Und das ist so ziemlich unsere einzige Möglichkeit, jetzt noch den Charakter vorwärts zu bringen. Wie komme ich da oben hin? Habe ich irgendwas kaputt gemacht zum... Oh, das Ding, oder? Nee. Hatte ich auch schon mal getestet, ne? Ob man die Spin-Attacke auf den Dinger machen kann, das hat... Nein. Oh, doch. Nicht von oben, mal von der Seite. Okay. Müssen wir noch kurz geduldig sein? Ping. Unser Held sieht irgendwie genervt aus. Und ich projiziere kein bisschen, weil ich gerade von einem Elternabend komme. Und da nach einer halben Stunde einen Wurm rein konnte und in einem Olivenwald im Camp gesucht habe. Ich. Oh, die Kugel nicht wieder runter. Okay, nochmal neu. Da kommt sie. Okay.
Gut. Und es ist noch Gold. Muss eine silberne Kiste sein, richtig? Für Blueprints und Co. Also ich kann dashen. Ich kann hauen. Und ich hätte wahrscheinlich so... Ich hätte zuerst überlegen sollen und dann handeln. Ich hätte wahrscheinlich die Tür so aufhauen müssen, dass die Kisten nicht kaputt gehen. Und dann mit einer Spin-Attacke bei den Kisten? Nee. Um eine Spin-Attacke zu machen, muss ich ja vorher springen. Und das darf ich nicht. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Was hat das mit hier oben auf sich? Das wird auch eine Funktion haben. Vielleicht kann man da oben irgendwie runterrutschen und dann hier durchkommen. Kein Plan. Runterfallen, Spin-Attacke an der Tür. Geht das? Es geht, aber wie komme ich dann von hier aus auf die Etage? Also man könnte vielleicht hier runterfallen. Ah, das kann man machen. Man hätte hier runterfallen können. Beim Runterfallen dann hier das anspinnen und dann versuchen, eine von den Kisten hier zu erwischen. Das geht, ja. Okay, gute Idee, ja. Nächstes Mal. Haben sich schon ein paar interessante Sachen eingefallen. Ich hoffe, von sowas kommt auch mehr, wo man so richtig rumknobeln muss. Reingesprungen. Ja. Jo, ich höre Münzen. 100 Bits, dankeschön. Ja, nee, warte. Wie kommen wir an euch ran? Müssen. Oh, 500 Bits. Dankeschön. Und 10 Emotes geteilt. Achso, das ist die Bedankgeschichte, richtig? Und Misa und sein Sohn schauen zu. Hey, ihr beiden. Wir tüfteln gerade bei Rogue Legacy Mini-Rätseln rum, wie man zum Bleistift an so eine Kiste da oben rankommen soll. Also hier war noch ein Auge und da war ein Auge. Also die, diese komischen blauen Feuerbälle schießen. Da bin mir halt nicht klar, wie wir die nutzen können, um da hochzukommen. Schlagdingens. Nehmen wir da einen, mach ihn ab. Klopp. Oh, was?
Die Ecke da oben kommt mir komisch vor. Aber wozu ist sonst das Ding hier? Einfach nur, um den Spieler zu verwirren. Okay. Da schau ich. Ey. Kannst mir einfach einen Knochen in den Kopf werfen. Scheint schon, ne? Keine grisseligen Wände oder sonst irgendwas. Immer schön mit drauf achten. Die übersehe ich nämlich auch ganz gerne. Wenn da so eine Risse drin sind. Muss ich überhaupt weiter? Ja. Ostrum. Oh, und hier sollte ich vielleicht. 21, 22, go. Besser. Timing bei dem Spiel, Hand-Augen-Koordination. Müsste ich glatt der Kleinen mal zeigen, aber ich denke, das wäre zu frustrierend für sie. Das ist schon ziemlich abgefahren. Lieber so leicht anfangen mit Super Mario World und Diana Sisters und so. Ey. Dann später Super Metroid, yeah. Das würde ich richtig gerne mal let's playen. Ich hatte mir damals auch schon einen Super Nintendo Simulator runtergeladen, alles eingestellt und so weiter. Aber die Rechteinhaber davon sind leider radikal, was meine Sache angeht. Und davon wurde mir dann doch abgeraten. Was schade ist, weil es hat mir echt super Spaß gemacht, als ich damals gespielt habe, als Jugendlicher. Die Atmosphäre ist einfach nur top. Und Samus ist halt auch einer der ersten größeren weiblichen Helden, so neben Lara Croft und ja, wirklich viel mehr fällt mir gerade ad hoc auch nicht ein von den End-80ern, 90ern. Daikatana, was war auch eine Frau? Oder ist noch älter? Noch neuer, meine ich. Das war dieses Zeitreise-Drachen-Ding, wo ich auch nicht ganz durchgestiegen bin damals. So eine Haxe wäre ganz nett. Gibt's aber nicht. Fleisch ist aus. Okay. Warum müssen wir nur zum Bossraum? Das wäre auch okay. Das ist eine Truhe. Oh, hi, Special Feuermensch. 1550 an. Alles gut. So, weiter geht es. So runter und rechts. Ich freue mich schon drauf, wenn sie einfügen, dass man ein bisschen zur Seite gucken kann mit irgendeinem Befehl. Vermisse ich doch recht arg. Kann ich runterschubsen? Nein. Oh. Nein, nein, nein. Haxe. Schnödes Gold, ich will Fleisch. Ich noch nichts Neues hier oben. Ja, macht es vielleicht Sinn, mich woanders hin zu teleportieren? Ja,
Ja. Zurück. Dahin. Kannst dann anfangen und dann gehst du irgendwo noch runter. An mehreren Stellen. Bisschen überladen hier. Gold. Das neue Loot. Und Bossraum. Ja, wir können uns jetzt voll heilen. Wir hätten schon mal 2080 Gold zusammen. Das mache ich auch. Bei 73 HP ist echt wenig da. Werde ich nicht was gerissen bekommen. Schon gar nicht im dritten Gebiet. Nö, okay. Boss Attempt, leider ohne wirklich tolle Fähigkeiten dafür. Aber ich krieg die Movements wenigstens drauf. Wurde ich gerade nicht voll geheilt? Nee, warum? Ey. Mir steht eine volle Heilung zu. Laut Gesetzgeber. Geht. Ich gehe nach rechts. Ja, der hat schon lange nicht mehr gemacht. Oh. Ich glaube, wir haben gleich einen Phasenübergang. Das ist gut. Jo. Sieht schon dramatisch aus. Was da kann ich ein bisschen hauen. Genau, weg. So, und jetzt muss ich lernen, was für Sonderfähigkeiten hat. Da kommen schon mal mehr Dolche und sind schneller. Da kommt einfach noch mehr Feuer. Gut. Was dazugelernt? Alles völlig okay. Solange man mit jedem Leben was Neues lernt, ist alles gut. Das hört sich sehr buddhistisch an. Okay, Vertigo. Nein. Ein Übertreiber und Spin Kick is replaced. Es ist nichts Nachteiliges. Ja. Nehmen wir warm. Barbaren im Stand machen ja auch mehr Schaden. Sollte beim Boss also interessant sein. Immerhin schaffst du es mittlerweile doch regelmäßig zu Stufe 2. Ja, also die normalen Movements habe ich einigermaßen langsam drauf. Können wir da jetzt irgendwas anpassen bei dem? Also das Ding macht Vitality mehr, das hätte ich schon ganz gerne. Das Ding macht Armor mehr. Das hier macht Magic Damage. Aber da haben wir schon das Schlechte. Wir können das theoretisch rausnehmen, da hätten wir 10 Gewicht über. Wir könnten dafür mehr Vitality reinnehmen oder... Das ist schon was besser. Ja, 3 Punkte mehr Vitality. Ja, da ist schon das Beste. Nee, gut. Ruhm für den Boss. Die Vampirismus-Rune bringt leider bei dem Boss nichts. Dass er Schaden bekommt, ist drin. Das ist auch schon drin. Hat er denn gerade Schaden genommen? Mehr Mana. Na, das Schreien ist ganz praktisch. Ich weiß nicht, ob es bei dem Boss auch funktioniert, dieses kurzfristige Einfrieren. Aber das testen wir einfach. So, jetzt kriegst du 2000 Gold, du Blutbär.
Da. Ja, ich muss immer dran denken, wie langsam die Attacke dafür ist. Muss ich unbedingt mit einplanen beim Boss. Und jetzt am besten auch gleich direkt zum Boss, nicht irgendwie extra Sachen machen. Ja, das ist was Tolles. Also keine extra Sache machen, damit ich auch möglichst viel Rüstungswert noch habe, wenn ich da auftauche. Ja, natürlich genau in die einzigen Stachel rein, die da sind. Hä? Wo war das jetzt? Schon cool aus mit dem Down Attack. Wieder so ein nicht runter können Ding. Nein. Was hat er gesagt? Rüstungen noch über. Hat jemand drauf geachtet, wie viel Rüstung ich eben gerade vor dem Bossfight hatte? Weil das wird ja nicht regeneriert. Oh, da unten sind Risse im Gestein bei dem linken Skelett. Aber nur für den Zwerg. Was ist das hier für ein Hackmack? Es ist wahrscheinlicher, dass er hier unten ist, als ganz da hinten rüber und dann runter. Der Bossraum direkt unterm Startpunkt, WTF? Vielen Dank, Yoshi,
für Subscription. Ich kann den emotionalen Zuspruch gerade brauchen. Oh, bist du Boss. Ganz direkt zum Boss, ne? Hab ich ihm gerade gesagt. Ich hab 29 Rüstung runter. Das ist der falsche Teleporter. Nö. Ich glaube, ich muss von meiner Theorie abkommen, dass der Bossraum unten rechts ist. Da oben vielleicht? Wow. Fleisch früher finden wir noch ganz toll, damit ich nicht unbedingt auf dem Weg zum Boss sterbe. Da ist der Bossraum. So, und der Bossraum ist jetzt... Also er ist unten im Dungeon, ja. Er ist aber nicht unbedingt unten rechts, sondern einfach nur eher unten. Der kann auch recht nah in Luftlinie zumindest vom Spawnpunkt sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der 8. Raum wäre es jetzt. Das merke ich mir mal so ein bisschen im Hinterkopf, um zu gucken, ob es da vielleicht irgendeine Formel gibt, dass er mindestens so und so viele Räume weit weg sein muss. Na gut, Bossfight, 3, 2, 1, go. Und auch da wieder keine volle Heilung. Also muss man vielleicht doch vorher Fleisch grinden. Ich kann nur zweimal hauen, weil die Axt zu langsam ist. Und später hätte ich dreimal hauen können. Schreien kann ich die Kugeln wegbekommen und das da auch. Jetzt habe ich nur keine Mana mehr. Yo. Die Attacke ist meine Lieblingsattacke von ihm. So knapp. Es geht. Bewahren ist toll für den Bosswald. Oh, ich höre es blinkern. 100 Bits. Dankeschön. Meat ist vom Mörder. Nein. Das kriegen wir hin. Bewahren. Dieser mit Zopf. Zopf ist gut. Raus. Einfach durch.
Sie hat jetzt auch diesen Feuerkreis, der ist auch super. Wobei ich mir, glaube ich, eher das Mana aufbewahre für den Schrei, um die Projektile wegzubekommen. Mit Rüstung hättest du es geschafft. Ja, ich muss vorsichtiger sein jetzt bei dem Weg zum Boss. Das wird dann doch ein wenig zu übertrieben. Aber ich gehe einfach mal die Sachen, die so am nächsten... Warum ist da so ein Dingens? So ein Raus-Teleporter ohne rein... Ah. Ich wollte schon sagen. Ja, komisch, ne? Ein Ausgang ohne Eingang. Auch wenn es jetzt nur für Gold war, aber... Das war nicht Plan, das war nicht der Plan. Schon noch 102. Wir können nach oben. Nee. Also unten rechts vielleicht nicht, aber tendenziell eher rechts und unten als oben. Das ist meine neueste Theorie. Wir haben jetzt nichts mehr unten. Wir haben auch nichts mehr rechts. Richtig? Richtig. Szene aus Kevin allein zu Hause mit dem Flammenwerfer und dem Hut. Das da. Das sieht nicht bossraumig aus. Das kannst du doch nicht machen. Brauch mal hier Reflexe für und sowas. Feuer rein. Ja, nee. 44 Schild. Was will ich da nach oben überhaupt? Was ist das denn hier für... Nö.
Nö, nö, nö. Die Dinge habe ich immer noch nicht verstanden. Also. Was die machen, wie man die benutzt. Keine Ahnung. Ich denke, dieser Run wird auch nichts. Aber vielleicht beim nächsten. Ja, da ist der Bossraum. So, der Bossraum ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Räume weg und diesmal im Nordosten. Okay, also es scheint kein System dahinter zu liegen, wo der Bossraum ist. Aber vielleicht werden wir jetzt ja voll geheilt. Ja. Also es ist keine Vollheilung, es ist wirklich nur ein fixer Wert von, keine Ahnung, 200 oder so. Falsche. Das wollte eigentlich. Nein. Gleich einen Schrei machen. Toink. Nö, nö, nö. Gutes Training, aber mehr auch nicht. Nächster. Muskelschwäche. Oh, da wird man mehr weggeschubst, ne? Ja, das ist nicht gut. Hold devastating damage. Bei einem Boss aber nicht, oder? Ich kann es mal testen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich durchkommen. Der guckt wieder so ernst. Bitte in Ruhe lassen, Mr. Axt. Ich glaube, ich mache es jetzt anders. Wenn ich merke, dass der Run nicht gut läuft, so wie jetzt gerade, sterbe ich einfach und mache den nächsten Helden. Weil das war gerade einfach nur doof. Kann ich das abbrechen? Nein, wir machen einfach so. Aber ich würde den Boss schon ganz gerne heute schaffen. Nimm es viel zu wenig Schaden bei den Stacheln. Ja, so ist besser hier. Genau. Armer Held. Weiß nicht, warum man das getan hat. Nachteil, das sieht nur komisch aus. Das sieht qualvoll aus, ja, war es bestimmt.
Und das hier wird qualvoll sein für diejenigen, die es nachträglich gucken, weil der der Renderer davon nicht rüberkommt. Also YouTube kommt damit klar, was für ein Oberteil das hier hat. Das wird dann pixeliger, als es im Spiel eigentlich ist. Also verwaschener. Was ist das für ein Raum? Arschendrecksding. Das gar nicht. Nur zum Boss, lass mich doch alle in Ruhe. Bloß eine Kiste. Ich schnupper jetzt in jeden Raum mal nur rein, ob da vielleicht der Bossraum ist. Jetzt hier unten noch weiter. Ja gut, dann geht Schnuppern nicht, dann muss ich ein bisschen weiter. Hm, ja. Die haben wir schon noch mehr, wir haben alle. Achso, für das Antiquarian bekomme ich 12% mehr Gold. Ich hatte gerade gewundert, warum die Zahlen so komisch sind. Yeah, nein. Rechts, rechts, hoch. Mal gucken. Hm, noch kein Platz. Typ, geh mal da. Ja. Au. Also, einmal rechts. Zweimal rechts. Ja, hier jetzt irgendwann irgendwie nach oben. Auch zwei. Es wäre aber passend, wenn wir den Boss jetzt schaffen würden im Gameboy-Modus. Erkannt, weil keine roten Fackeldinger, aber hier sind wir richtig. Okay. Also, Y, um die Projektile wegzumachen. Alles andere ist uninteressant. Go. Super Anfang. Kann man nicht sehen. Bevor das macht, wie in so einem Anime.
bleiben. Junge, rück dich. Die Haare wegbrennen. Oh, die Fuß. Das war die Fußspitze. Wäre ich gelandet, hätte ich ihn getroffen und er wäre tot. Zwei Schläge. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich mache einfach so lange, bis wir es heute hinkriegen. So, du. Hast einen Bauch. Und stehst auf Koreaner. Du bist kein Barbar, das ist nicht ganz toll, aber okay. So, weiter, immer weiter. Wobei, warte. Nimm mal die Magnetismus-Dings raus. Und, ja, Haze brauche ich. Scheint nicht zu funktionieren. Also, ich habe nicht gesehen, dass er Schaden nimmt, wenn wir Schaden nehmen. Prozent, ne, bringt auch nichts. Na gut, mach's wieder ran, mach's wieder ran. Weiter. Jo. Schönes. 100% mehr Schaden genommen und bekommen. Könnte man den. Nein, jetzt bringt nichts. Und auch noch Max HP weniger. Ach, was soll's. Ich teste das einfach mal. Der Ritter hier gefällt mir eh nicht so sehr, so kommen wir vielleicht schneller an den Barbaren ran. Ich sollte jetzt das meiste Zeug hier one-shotten können. Ich will gar nicht, nein. Der erste Reflex ist halt da hochzuspringen, aber wenn man hochspringt, dann fällt der Boden weg und man stirbt. Silberne Kiste mit einer Sache drin, die wir anscheinend schon hatten, leider. Schade. Weil theoretisch sind da noch Ausrüstungsgegenstände, die wir nicht haben. Plant, aber okay. Nichts Besonderes. Oh, Hokiro. Hokuri hat sich bleibt. Dankeschön. Und hallo. Wir grinden fleißig weiter. Nicht equipped, nicht Ruhm oder sonst was, sondern Bosswissen und Reflekt. Ah, hier ist so eine. Ja, Boss-Tries grinden wir gerade. Es waren schon zwei sehr gute Tries dabei.
Also einen Schlag nur der Boss wäre gelegen. Weg davon. Ups. Und tot. Ja, okay. Poink. Gib mir Verfahren. Verfahren sind toller. Rara. Da sie sorgt dafür, dass Gegner weiter weggeschubst werden. Das ist völlig in Ordnung. Hilft beim Boss nicht, aber schadet beim Boss nicht. Na, ist schon getüftelt, ne? Na gut. Schweep. Jupp. Angenehmen Dungeon bis zum Boss. Das wird zu einfach. Da ist eine Kiste. Warum gibt es den linken Teil von diesem Raum? Hier sollte ich gucken. Ja, der Ausgang rechts. Das ist das Ganze hier interessant. Ich nehme es, weil der Barbar macht schon so viel Schaden. Den könnte den Boss vielleicht echt schnell runterprügeln. Vor allem im Phasenübergang habe ich auch 3-4 freie Schläge. Ich muss halt nur bis zum Boss kommen. Rechts runter, ne? So, okay, Karte sagt mir, wir müssen nach rechts oder nach unten nach rechts oder nach unten, unten und rechts. No, jumping. Das ginge. Man müsste nur dashen, warten, nochmal dashen. Aber ich will nichts riskieren. Geht's weiter. Nicht nett Spiel. Ignoriert werden. Wir gehen runter. Lassen die das mal schießen. Lassen sie ihn auch erstmal schießen. Nom.
Das sieht angenehm aus, so. Schön wechseln das Zeug. Und das ganze Ding hinter mir lassen. Und natürlich geht es rechts weiter. Aufgeräumt, also kommt noch fast schmerzfrei wieder raus. So müssen wir lang. Wir müssen nach links. Oben. Nach links oben. Ganz oben rechts irgendwie in der Ecke. Oh Gott. Zu den ganzen Stacheln. Aber wo kommen wir da raus? Okay. Mach du mal dein Ding da oben. Oh, passt mit. Okay. Großen abgefahrenen Räumen hier überall. Zwei Kisten sogar. Ja, nee. Guten Abend. Und wie läuft's? Erster Boss schon down? Nee. Nicht ganz, aber zwei richtig gute Versuche. Wo wirklich noch ein, zwei Schläge gefehlt hätten. Und ich habe die Movement-Abläufe von dem Boss auch in der zweiten Phase einigermaßen drauf. Ich brauche nur noch einen guten Run bis dahin. Der hier ist nicht unbedingt gut, weil wir keine Rüstung über haben. Und weil ich dieses Doppelschaden nehmen, Doppelschaden verteilen dringend drin habe, das kann helfen, aber ich denke, das ist eher nicht vorteilhaft. Aber wenn ein guter Run kommt, wo wir dann so mit 50 Rüstung oder was in den Bossfight reingehen, da sollte es dann sitzen. Karte sagt, da geht es gar nicht weiter. Da geht's weiter. Oh, das ist Gebietsübergang. Ja, nee, das wollen wir nicht. Hier, ja, da klingt gut, ja. Sanbo meint, hab gestern mal angefangen, hab alle Upgrades schon freigeschalten, aber Boss ist bei mir auch nicht down, jo. Und das ist nicht mehr der schwere Boss, ne? Wenn man den Boss down hat, gibt's noch den Hardcore-Zähne-Ausbeiß-Boss, womit man sich die Zeit vertreiben kann, bis der größere Patch kommt. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der aussieht. Sehr gut, Bossraum. Endlich. Also keine Rüstung, ja. Und ich glaube, wir kriegen auch keine volle HP. Das heißt, ich schaue mal in der Nähe, ob hier noch irgendwas Leichtes zum Zerstören, Schrägstrich töten ist. Um vielleicht eine Haxe abzustauben. Ja, die Gegner geben nur Gold. Eine Lampe kann was haben. Stuhl kann sich Fleisch drin verstecken, wie auch immer. Und da, das sollte schon reichen. Okay, nicht großartig rumexperimentieren. Es fehlen jetzt 118 HP. Die kriegen wir wohl hoffentlich wieder, oder? Ja, 149 sogar. Hm?
doppelt Schaden ist keine gute Idee. Ja, ne. Doppelt Schaden ist keine gute Idee. Und das doppelt Austeilen ist auch nur in der Theorie gut, weil in der Praxis kann man im Phasenübergang nicht so viel Schaden zufügen, wie ich dachte. Ähnlich wie bei Dark Souls Bossen. You can't see your health. Das macht keinen Unterschied. Start with a random relic. Ja, aber ich will kein Magier spielen. Nee, komm hier. Kein HP-Anzeige. Sollte keinen Unterschied machen, außer ob man am Ende noch Fleisch sucht, ja oder nein. Ja, Sharon ist auch schon super zuversichtlich, was das angeht. Max-HP erhöhen. Ja. Ich darf jetzt nur... Ich muss zum Boss kommen. Und ich muss auf dem Weg zum Boss genug Fleisch finden. Und ich kann nicht sehen, ob ich genug Fleisch gefunden habe oder nicht. Das ist ein super Kombo, oder? Finde ich auch. Gefühlt bin ich jetzt schon bei 50% HP. Warum sind hier drei Mega-Bosse in... ...in einem Raum? Ja, ich bin gleich tot. Brauche ich auch keine Anzeige für. Also gut, es waren... drei Schatzkisten hier im Raum. Das ist ja, aber es ist mit Gold und wir haben nichts, was man mit Gold noch kaufen kann. Don't get hit. Nein. Nein, nein, nein. Warte, vielleicht könnte Fleisch schon sein. Raum rechts unten. Nein. Also jeder Treffer kann jetzt mein letzter sein. Gefühlt. Da ist nicht mehr viel drin. Oh, den soll ich jetzt mal mitnehmen. Das heißt, ich muss jetzt den so nehmen. Ein paar davon mitnehmen, weil da könnten auch jeweils Haxen drin sein. Dann den Spezialbereich komplett leeren. Oh, sehr gut.
Jede Fleischhaxe sind so ein bis zwei Treffer, die ich einstecken kann. Und ich muss noch mehr HP haben als sonst, um die neue Max-HP-Grenze zu erreichen. Und der Bossraum heilt auch nicht mehr voll, sondern nur noch 150 oder was. Ich lege ja schon meine Mana auf bei den Trainingsgruppen. Drei geht ja noch, hatte auch schon einen Raum, der nur aus Bossen bestand. Ja, super. So, hier ist auch schon der Erdeturm. Und hier war kein Secret irgendwie. Nö. Schade. Also ja, ein Fleisch ganz am Anfang, aber das war's dann auch. Achso, nach oben geht es nicht weiter, die Lampe hängt da einfach nur. Sie ist mir aufgefallen. Wir hatten das getestet mit dem Bogenschützen. Der kann ja quasi fliegen. Also einfach immer nach unten schießen, dann geht es immer höher, immer höher, immer höher, immer höher. Und da war da auch nichts. So, unten ist kein Boss, dann geh ich weg. Oben ist kein Boss, aber zwei Abzweigungen. Und hier geht es nach rechts weiter. Ja, und ich wollte nicht gerade auf ihn zuschlagen, weil dann hätte ich unten die Falltür aufgemacht und... Nee, nee. Mana regenerates over time. Da könnte man dieses Magma-Mast-Ding spammen. Außer super wenig, das wird auch nicht beim Boss klappen. Nee. Ich habe keine Ahnung, was Chronic Fatigue Syndrom macht. Da müssen wir mal gucken. Das mache ich jetzt einfach nur, um den Trade aufzudecken. All spells and talents have a cooldown. Das ist nicht schlimm. Sie hat jetzt gerade eh keine gute Fähigkeit. Der Bogenschütze kann sich auch eine Plattform erstellen. Ja, aber da kommen wir nicht mit klar. Auch mit dem Joystick-Pad hier. Ordentlich mit dem Bogen zu schießen, finde ich super doof. Warum war gerade eine Münze in der Wand? Ist das ein Secret? Ich versuch's mal zu machen. Vielleicht kriegen wir doch noch ein neues Blueprint oder so. Rechts ist noch was, ne? Ja. Da kommen ein paar. Ja. Knapp. Ja, wirklich. Das ist alles voll Arsch. Geduld, Geduld. Weg aus dem Raum. Die macht gleich hier wieder. Abgang, wenn es so weitergeht. Nö.
40 Rüstung. Nee, ich denke, das werden wir leider auf morgen versch... verschieben müssen mit dem Boss. Das mit der Geduld klappt bei mir gerade nicht. So 2 Stunden still sitzen und zuhören, wie Eltern doofe Fragen stellen, die man nach 5 Sekunden Nachdenken locker selber beantworten könnte. Ja. Komm, gib mir den glorreichen Flammentod. Nee, Feuer. Okay. So, wenn jetzt noch Barbar dabei ist, ohne große Nachteile, dann mache ich den Barbar noch. Und sonst probieren wir es aber morgen noch. Da ist die Kleine auch wieder bei mir, dann habe ich vielleicht so einen Glücksbonus durch sie. Dann gucken wir mal weiter. Nö, kein Barbar. Jo, dann mache ich für heute Schluss. Ich hoffe, für euch war es trotzdem unterhaltsam. 2 gute Boss-Tries waren ja dabei. Dann sehen wir uns morgen 20:30 wie gewohnt. Samstag dann auch. Wobei ich Samstag noch nicht genau weiß, was ich mache. Und Sonntag kommt dann wieder der letzte Test. Doofe Eltern klingt nach Elternabend. Ja. Yep. So richtig doof. aber gut. Euch noch einen schönen Abend. Vielleicht sieht man sich bei dem Community-Projekt und sonst die Tage bei meinen anderen Videos. Bye, bye.